Melissa! Hallo! Oh, eine Bratwurst. Ah! Ja, Leute, das war mein How-To, wie man einen Felix fängt. Hallo, bitte lass mich hier raus. Bin doch lieb. No, ich esse jetzt erstmal Bratwurst. Ich will meine Bratwurst haben. Mm-mm. Herzlich willkommen bei Yum-Tam-Tam. Wir zeigen euch heute, was man aus einer Aubergine noch so alles machen kann, außer gebratene Aubergine. Zum Beispiel eine Bratwurst draus machen. Die ist auch noch vegan und reich an Protein und das ist sehr geil. Ab geht's. Wow, ja. Gut gefangen. Danke, ich kenne mich mit Aubergine aus. Das Rezept ist so unglaublich einfach, es ist mir eine reine Freude. Ja, es sieht nach viel aus, aber eigentlich kippen wir alles nur zueinander und machen es klein. Genau. Und das Ding hält auch ewig im Kühlschrank. Das kann man dann auch kalt essen, später braten, auf den Grill schmeißen. Alles super. Ich fange an, Aubergine zu reiben. Ja, ich mache Haferflockenmehl. Ihr könnt auch anstatt so einer Reibe, wenn ihr es habt, so eine elektrische Reibe benutzen. So wie das faule Menschen machen. So wie ich. Jetzt muss ich das... Heute nicht. Und wenn ihr optisch weniger Aubergine drin haben wollt, dann könnt ihr die Aubergine vorher schälen. Mir ist es relativ egal, deswegen schneide ich nur so hier den Po ab und dann wird es einfach runtergerieben. Der Auberginenpo. Er ist ab. Gerechtigkeit für den Auberginenpo. Ist so. Das ging schnell und unkompliziert. Ja, top. Vom Prinzip her ist das Ganze auch so ein bisschen Reste verarbeiten. Ne? Mhm. Wir haben hier Aubergine, Haferflocken hat man einfach auch mal daheim, ist praktisch. Man kann würzen mit dem, was man daheim hat, man kann aber auch variieren. Ihr könnt da Nüsschen reinmachen, ihr könnt Mais reinmachen, ihr könnt Bohnen reinmachen. Funktioniert alles. Käse. Dann noch panieren, Leute, und dann frittieren wir das nochmal. Es würde funktionieren, es würde alles damit gehen. Wir haben übrigens aber schon mal Corn Dogs gemacht, aber nur auf TikTok. Also, unten in die Videobeschreibung und ab zu TikTok. Mhm. Wir haben auch alles aus dem Rezept rausgestrichen, was zu schwierig zu bekommen ist oder was man leicht abändern kann. Es soll ja, ne, dass ihr das wirklich auch daheim machen müsst. Ihr macht so Lärm, während ich hier so was essentiell Wichtiges sage. Und warum? Weil immer noch alle Sachen hier oben stehen. Ich muss hier alles rausholen, weil ich so klein bin, damit ich die große Schüssel holen kann. Ich habe dann schon mal die große Schüssel geholt. Jetzt, wo ich alles rausgeholt habe. Ja, genau. Tut. Was ich eigentlich gerade sagen wollte, wir haben alles rausgestrichen aus dem Rezept, was ihr nicht irgendwie im Supermarkt einfach bekommen könnt. Ne? Naja, ich mach schon mal hier. Ja, kannst da schon weitermachen. Damit das Ganze auch zusammenklebt, haben wir hier Glutenmehl. Genau. Findet ihr im Supermarkt auch manchmal unter Seitan-Rohmasse. Mhm. Aber vom Prinzip her ist das reines Weizengluten. Wir haben das auch schon mal selber gemacht und haben aus Mehl das Gluten gewaschen und dann so einen Zopf daraus gemacht. Richtig insane, richtig lecker, findet ihr hier oben. Das war crazy, ey. Wir haben jetzt hier gemahlenes Flohsamenschalenpulver, einfach weil wir es noch hatten. Ihr könnt aber auch Leinenschrot nehmen und das mit ein bisschen Wasser anrühren, halt vorher klein machen und reinmachen. Funktioniert auch. Oder haut zwei Eier rein oder eins, geht auch. Bilden mit Felix. So. Basilikumsamen, auch gut. Ja, einfach ein Bindemittel auch so. Ja. Auch eine Zutat, die ein bisschen verpönt ist, aber überall zu kaufen ist. Ich finde sie aber geil. Dehydrierte Zwiebeln, das ist auch die geheime Zutat bei der großen Möwe. Ja, die Zwiebeln da drauf sind auch dehydriert und dann wieder hydriert. Die sind gefriergetrocknet. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Ich habe noch nie in meinem Leben von der großen Möwe gehört. Die Fastfood-Kette? Ach so! Was sind das alles für Wörter? So, das könnt ihr auch so ein bisschen nach Augenmaß machen. Als nächstes haben wir Kartoffelstärke. Ihr könnt auch Maisstärke benutzen, das, was ihr daheim habt. Hauptsache eine Stärke, die das Ganze so ein bisschen zusammenkleben lässt. Und jetzt geht's ans große Würzen. Einmal haben wir rote Beete-Pulver hier. Das ist optional. Gemahlenen Kümmel. Ja. Finde ich gut. I take it. Getrockneten Majoran. Außerdem etwas getrockneten Basilikum. Salbei, gerebelt heißt das. Gerebelt? Warum heißt das eigentlich gerebelt? Wenn das jemand von euch weiß, schreibt es in die Kommentare. Gerebelter Salbei, auch so zwei Teelöffel. Das fand ich gut. Du, so echt liebe Hustenbonbonwurst. Hä, überhaupt nicht. Salbei, mega geil. Wir hatten so richtig geile Salbeisträuße bei uns im Garten früher. Also riesig,
Da waren immer die dummen Wespen und haben mich dann gestochen. Deswegen habe ich auch seitdem eine Phobie. Aber hey, ich liebe den Salbei. Gut. Damit es noch ein bisschen abgeht, Knoblauchgranulat und Zwiebelgranulat. Und Pilzpulver. Diesen kleinen Trick haben wir schon mal verwendet bei unseren Vantanz, wo Izzy zu Besuch war, findet ihr hier oben. Deswegen ist das auch etwas, was man halt ne, dann vielleicht noch im Vorratsschrank hat. Und das kann man dafür wunderbar verwenden. Das ist ja richtig lecker. Knoblauchgranulat. Darf nicht fehlen. Muskatnuss. Der Mörser ist auch nur optional, weil wir haben Piment hier. Aber wir haben nur ganzen Piment gerade. Nicht schlimm, den kann man gemahlen kaufen. Wir müssen ihn jetzt noch ein bisschen klein machen. Ja. Während du das machst, mache ich mal Salz und Pfeffer. Ja. Salz brauchen wir zwar weniger als bei der Echtwurst, aber trotzdem ordentlich, viel. Weil das ja nicht in der Brühe oder sowas gart. Ihr könnt natürlich weniger Salz verwenden, wenn ihr später was macht, wie eine Currywurst zum Beispiel. Da hat die Soße ein bisschen mehr Dampf. Currywurst haben wir übrigens schon gemacht mit fruchtiger Currysoße. Findet ihr hier oben. Dafür könnt ihr die dann auch verwenden. So. Piment. Unsere Wurst hat jetzt halt keinen Fettanteil. Deswegen machen wir Fett ein bisschen rein. Die Masse hat sich jetzt hier schön verbunden und ich finde so looktechnisch, es ist schon so ein gewürzten Hack dran. Voll. Als hätte man jetzt selber so ein Wurstbrät gemacht. Und deswegen meine ich, also wenn ihr keinen Bock habt hier auf Auberginenschale, könnt ihr die vorher einfach wegziehen, dann ist das looktechnisch weg. Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich finde es schön, wenn man sieht, was drin ist. Und vor allem, ihr seht es auch hier, durch die Aubergine und den Seitan habt ihr so eine Faserigkeit jetzt auch dazwischen, was einfach ne, für die Struktur im Mund schön. Was wir heute nicht machen dafür, ist wie so eine Hülle, weil eine Bratwurst ist natürlich klassischerweise in einem Darm. Ey, aber in Berlin ist ja auch klassisch Currywurst ohne Darm. Das stimmt. Und ich mag die auch lieber. Echt? Ja, voll. Nee. Okay, Leute, Wurst mit oder ohne Darm, bitte in die Kommentare. Das ist fast fertig, aber es fehlt uns noch so ein bisschen fürs Mundgefühl, so ein paar Pseudo-Fettstücke. Wir haben halt noch Tofu im Kühlschrank. Dafür könnt ihr jeden benutzen. Der hat jetzt den Vorteil, der hat nicht so viel Wasser gespeichert. Ne? Das heißt, wir müssen uns nicht drum kümmern, nochmal ausdrücken, blablabla. Das geht alles. Damit aus unserer Masse jetzt aber auch Würstchen werden, nehmen wir uns einfach so ein Stück. Und je nachdem, wie groß ihr die Würstchen haben wollt, formt ihr jetzt halt einfach Würstchen. Ihr klappt alles ein und wickelt das ganz fest wie so eine Sushi-Rolle. Und das Ganze nochmal wasserdicht. In Alufolie. Damit nämlich aus dieser Wurst wirklich eine Wurst wird, dämpfen wir die gleich. Dafür könnt ihr Dämpfkörbchen nehmen, ihr könnt so einen Gareinsatz nehmen. Wir benutzen jetzt einfach beides, weil wir können das. So, Dämpfeinsatz rein, ohne uns zu verbrennen. Ich sag mal so, man kann das auch schlau machen, erst den Dämpfeinsatz rein und dann das Wasser. Aber schlau ist nicht in meinem Namen enthalten. Die Würstchen sind fertig gedämpft. Genau, die lassen wir jetzt ganz kurz abkühlen, weil es sind ziemlich heiß, bevor man die auspackt. In der Zwischenzeit machen wir einfach unsere Beilagen. Wir machen das heute ganz klassisch. Brötchen, braten dazu ein paar Zwiebeln, die schneiden wir in Ringe. Und dann gibt es Senf, für Melissa halt Ketchup. Yes. Aber ihr könnt natürlich dazu auch Kartoffelbrei machen oder Krautsalat oder was ihr auch immer möchtet. Ihr könnt die auch später, wenn sie abgekühlt sind, in Scheiben schneiden und anbraten. Oder auch in einer Schupfnudelfanne. Haben wir zum Beispiel auch mal gemacht mit Sauerkraut. Gönnt euch. Oh, seht ihr das? Ja, ich wollte gerade sagen, wow. Seht ihr das? So, Wurst-Unboxing. Ich finde, was ein bisschen enttäuschend ist, aber es ist immer so bei Wurst. Alles sieht immer erst so schön rot aus und wenn es dann gegart ist, ist es halt ein bisschen gräulicher. Ja. Aber ist okay, das sieht man unter der Soße eh nicht. Und ich esse immer viel Soße. Ja, viel Soße. Nicht verbrennen, noch heiß? Ja, noch heiß. Aber sieht aus wie eine schöne gegarte Wurst. Ja, und hält gut zusammen. Ja. Wir haben jetzt hier übrigens mal unsere Grillpfanne wieder rausgeholt. Für die schöne Maserung, aber eine normale Pfanne tut es auch. So, Pfanne ist heiß. Ja, dann schmeißen wir die Würste und Zwiebeln rein. Pfanne ist sehr heiß. So würde es nämlich auch mein Vater machen. Alles in eine Pfanne. Ich habe immer das Gefühl, Männer haben beim Grillen sehr, sehr starke Emotionen. Nicht nur beim Grillen. Wir erzählen nur nie darüber. Grillmeisterin Lee am Stissel. Ist so. Und vor allem das Schöne ist, im Gegensatz zu vielen so veganen Würsten, die ihr als Rezept im Internet seht, sind die nicht trocken. Weil die Aubergine hat halt so viel Flüssigkeit, dass sie das einfach so schön saftig macht. Ja. Wir wollen nicht die anderen Rezepte schäden, aber doch. Brötchen sind gut.
schneide ich jetzt auf, ohne mich zu verbrennen. Und dann können wir alles direkt zusammenbringen. Zwiebeln ins Brötchen, Wurst rein, Senf oder Ketchup drauf. Fertig ist die Geschichte. Fertig. Boah, ich bin so gespannt. So, rein damit. Ich bin beeindruckt von uns. Das finde ich schön. Ich mag sie auch. Schmeckt auch auf dem Grill super gut. Also macht's am besten daheim selber nach und schreibt uns, wie es euch geschmeckt hat. Ich empfehle es sehr. Ja, und wenn ihr Bock auf noch mehr vegane Rezepte habt, dann könnt ihr hier hinklicken. Da geht's zum veganen Burger. Oder zur veganen Barbecue-Pizza. Da war Kalle zu Besuch. Auch sehr, sehr gut geworden. Ja, also Daumen nach oben für unsere Würstchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.